Wir haben das Jahr 2015. Drei Wissenschaftler auf der antarktischen Forschungsstation Saria bohren in das Eis. Sie bohren bis zu einer Tiefe von 2 Kilometern, um dort Proben zu entnehmen. Sie kehren zurück zu ihrer Basis und ein heftiger Schneesturm beginnt. Wie es im Sicherheitsprotokoll steht, gehen die Wissenschaftler runter in den Bunker, um dort das Ende des Schneesturms abzuwarten. Doch sie sind dort unten nicht länger allein. Oh, und wir starten sogar scheinbar direkt im Bunker. Also die Bohrung ist schon vorüber. Der Schneesturm über uns ist am Stürmen. Wie Stürme das so machen. Und wir haben uns bereits hier im Bunker verkrochen. Auf der Suche nach Schutz. Okay. Und jetzt chillen wir einfach hier oder müssen wir irgendwo hin? Ah, guck mal. Wir haben Kollegen hier unten. Moin. Wer ist das? Hallo. Guten Tag. Bro, redest du auch? Ah, das ist Victor. Okay. Erinnere mich mal daran, warum wir in diesem gottverdammten verlassenen Loch arbeiten. Are you talking about the Arctic or this Cold War bunker? Meinst du diesen Bunker? Oder generell die Antarktis? Der Bunker, es ist so gruselig hier. Yes, it's scary for me here too. And regarding your question, you remember that strong storm that started and we had to come down here? Plus, it's good that there's an old laboratory down here. That way we didn't have to move the equipment from the station. Okay, ja, genau. Wir haben den Sturm, deswegen sind wir hier unten. Logisch. Aber wir haben sogar ein Labor hier. Also können wir von hier aus weiterarbeiten, oder was? Well, I'm sorry. Ja, wir haben nur einen Witz gemacht übrigens. Ja, Victor hat es nur nicht verstanden. Okay. Was ist mit den Proben, die wir gefunden haben? Okay, wir haben scheinbar einen Mikrobiologen dabei. Den sollen wir fragen über die Proben. Der wird wahrscheinlich auch irgendwo hier rumhängen. Also das Game sieht doch richtig gut aus, ne? Mega nice. Also wir haben diese Proben entnommen. Wir haben ultra tief ins Eis gebohrt. 2 Kilometer. Diese Proben entnommen. Und können die jetzt aber scheinbar auch hier im Bunker überprüfen, wenn wir hier ein Labor haben. Aber kurze Frage, warum lassen die den Kühlschrank offen? Ich meine, yo, wir sind in der Antarktis und so. Aber deswegen müssen wir die Sache nicht schlecht werden lassen. Mein Gott. Okay. Gut, aber es gefällt mir hier. Aber es hat alles so ein bisschen so einen osteuropäischen Vibe, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Charaktere hier keine Deutschen sind. Aber wie auch immer, ist auch Wurst. Okay. Suchen wir mal den anderen Typen, der noch mit uns hier unten ist. Wir sind ja 3 Wissenschaftler. Und irgendwo müsste noch... Ist das unsere Biologin? Hallo, Maya. Wie geht's? Okay, ja, wir können die Proben untersuchen. Okay, was denkst du? Was haben wir gefunden? Okay, wir haben einen Mikroorganismus gefunden. Was meinst du damit? Okay, sieht aus, als hätten wir gefunden, was wir suchen, Thomas. Wir müssen es weiter untersuchen. Okay. Okay, wir kontaktieren jetzt Zvezda Station. Der Sturm sollte sie mittlerweile erreicht haben. Ich werde herausfinden, ob sie auch in Sicherheit sind. Alright, okay, also suchen wir jetzt wahrscheinlich ein Funkgerät oder so. Okay, ein Mikroorganismus, aber wahrscheinlich ist es ein böser Mikroorganismus, kein Plan. Okay, wir kontaktieren Zvezda Station, also muss hier ja irgendwo ein Funkgerät sein. Ich gehe mal hier weiter. Oh, das ist aber ein großer Bunker. Das kann ich hier öffnen? Oh, kann ich. Ah, ja, definitiv osteuropäisch. Ich hatte recht. Okay. Wo ist denn... Na, hier liegt noch so ein altes Unterhemd. Okay, ist hier irgendwo ausgeschildert, ob hier eine Funkstation ist? Ein kleines Funkgerät oder so? Das hier sind alte Toiletten. Es klingt, als würde hier Wasser laufen. Sehr creepy. Was ist das hier? Oh, man kann sich auch hinhocken. Aber ich kann das nicht öffnen. Okay. Ah, Funkstation. Let's go. Okay. Zvezda Station.
Saria hier. Können Sie mich hören? Niemand ist da. Ich wiederhole. Svesta Station. Saria, können Sie... Sie können uns hören, okay. Wie geht's so? Seid ihr in Sicherheit? Okay, die haben irgendwo drüben auf der Svesta Station scheinbar wen Neues da. Also irgendwen Neues, der da bei denen am Start ist. Der klaustrophobisch ist und jetzt hängen die da zusammen unten im Bunker fest. Perfekt. Perfekt. Well, of course they did. By the way, Miles said you guys found something interesting. Yep, wir haben was gefunden. Okay, keep us posted. We'll continue. Okay, alles klar, bla bla bla. Die haben irgendeinen Stein gefunden, wir haben einen Mikroorganismus gefunden. Bedeutet halt direkt, wir sind mindestens 50% cooler. Und ja, wir untersuchen jetzt scheinbar erstmal weiter, was wir da haben. Keine Ahnung, warte, ich schaue mich hier aber mal noch ein bisschen um. Ich denke mal, ich muss jetzt zurück zu den anderen, aber ich will mal gerade noch ein bisschen gucken, was wir... Wir haben Hunde! Oh, guck mal! Kleine Wuffels. Drei Stück? Drei Stück, aber warum sind hier so viele... Ah, okay, nee, drei Futterschüsseln, drei Wasserschüsseln. Hey, ihr Feinis! Kann ich rein zu euch? Oh mein Gott, kann ich! Hi! Hi! Hallo? Oh! Ja! Okay, wir machen wieder zu. Ihr wartet schon hier. Ich pass auf, dass das böse Mikroorganismusmonster aus dem Eis euch nicht bekommt. Wir machen die Tür hier am besten zu. So. Die Hunde sind gerettet. Jetzt können wir zurück zu den anderen gehen. Wenn die Menschen sterben, ist nicht so schlimm. Okay, schauen wir mal, was die anderen so machen. Ich werde jetzt erstmal nicht weiter hier rumlaufen. Also muss ich auch, glaube ich, gar nicht. Wir gucken mal, was die anderen in der Zwischenzeit so getrieben haben. Vielleicht hat Maya ja noch irgendwas rausgefunden. Gucken wir mal. Hallo? Hallo? Ah, guck mal, jetzt ist Victor auch hier. Hi, Leute. Es geht ab. Es geht ab. Aha. Ja, danke für die Info. Die mögen mich nicht. Nur weil ich einmal neulich beim Frühstücken so gepupst hat, dass alle kotzen mussten. Junge. Okay, warte mal. Kann ich hier rein? Kriechen? Nee. Nee, kann ich leider nicht. Okay. Alter, ich habe gerade an den Stein festgegangen. Ich dachte schon, ich habe mich verbuggt. Okay, kann ich die Tür hier öffnen? Nee. Das ist die Tür zum Keller. Warte mal, wir sind schon in einem Bunker und der Bunker hat noch eine Tür zum Keller. What the hell? Was haben wir hier? Hier sind die Betten, oder was? Hier pennen wir jetzt alle. Also, man muss aber sagen, gemütlich ist schon hier unten irgendwie, ne? Hier hast du so einen schönen Heizstrahler. Hier sind so entspannt die Betten, kannst hier chillen. Aber ich habe noch nichts zu essen gefunden. Wartet mal. Leute, haben wir überhaupt was zu essen? Ah ja, doch, klar. Ich war ja eben in der Küche hier hinten. Hab's schon vergessen. Puh. Okay. Dann, ja, kann ich euch nur irgendwie behilflich sein? Nicht, ne? Dann erkunde ich mal weiter den Bunker. Kann ich die Tür hier öffnen? Kann ich. Okay. Schauen wir mal. Das hier scheint mir sowas wie die Lüftung zu sein. Ziemlich sicher. Das sind wahrscheinlich hier irgendwie Filter oder so. Ist wahrscheinlich, um Luft durch den Bunker zu pumpen. Ich meine, ohne Luft hier unten... Ohne Luft hier unten guckst du auch ganz schön schnell ziemlich in die Röhre, würde ich mal behaupten, ne? Okay, hier hat auch irgendwer schon gesessen und gechillt. Also das hier ist ein alter Bunker aus dem Kalten Krieg. Ich weiß nicht, ob wir das wie eine Art Lager oder so benutzen oder ob das hier wirklich Überreste vom Kalten Krieg sind. I don't know. Auf jeden Fall crazy hier. Das haben wir hier alle voller Hundefutter, Junge. Let's go. Die Hunde brauchen auch was zu essen. Okay. So, was haben wir hier hinten noch? Ist das hier? Ah. Okay, Sicherungskästen und sowas. Die Stromversorgung oder whatever. Ja gut, das war der Bunker. Ich habe alles gesehen.
Hier ist nochmal das Funkding, aber gefunkt haben wir ja. Jo. Gibt's hier eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Gibt's irgendwie eine Quest? Ah! Ich soll mir in der Küche einen Tee machen. Okay. Okay, Bruder, sag doch gleich. Kein Problem. Kann ich machen. Gehen wir in die Küche und kegeln uns erstmal einen Tee zusammen. Kein Ding, kein Problem. Das mache ich doch. So, hier oder was? Ich muss mir Tee machen und ein bisschen ausruhen. Alles klaro. Easy. Okay, wo ist unser Tee? Da. Oh! Alter! Ey, das klang, als würde er auf mich zurennen, wie so ein Wahnsinniger. Warum schleichst du dich so an? Sorry, Thomas. Maya's calling you. She says she's discovered something. Maya hat irgendwas entdeckt? Okay, soll ich jetzt hingehen oder was? Bro, lass mich erstmal meinen Tee trinken, Leute. Junge, Junge, Junge. Ey, das klang wirklich, als würde er wie ein Gestörter auf mich zurennen hier. Bruder, Victor, chill. Hallo. Was gibt's? Thomas. Was geht? You just won't believe it. And you better put that mug on the table. Okay, ich soll meinen. Soll meine Tasse wegmachen und mir das mal anschauen? Okay, okay, kann ich. Ich kann die Tasse nicht wirklich wegstellen, oder? Alles klar, okay. Schauen wir mal, was haben wir denn gefunden? Corona. Was ist das? Was bin ich sehend? Okay, was habe ich mir gerade angesehen? You just saw an ancient organism awakening after being frozen in ice for thousands of years. Nichts Gutes also, ja? Ein uralter Organismus, der langsam aufwacht, nachdem er tausende Jahre im Eis eingefroren war. Klingt fast wie der Inhalt für ein Horrorgame. Moment mal. Wie ist das möglich? I don't know. We need to report this as soon as possible and get down to research. Okay. Hast du alles hier, was wir brauchen, um uns das genau anzusehen? Not quite everything that is needed, but there is. We need to somehow send a sample to our guys from the institute. Okay, wir sollen auch eine Probe losschicken. Wie soll das denn funktionieren? Okay, die sollen weitersuchen. Wir machen erstmal eine Pause. Wir ruhen uns erstmal aus. Wichtig und richtig. Warte mal, aber jetzt hat er gerade gesagt, wir sollen das hawaiianische Research Institute kontaktieren. Sind wir von Hawaii oder was? Keine Ahnung. Also gut, man muss natürlich auch dazu sagen, ne? Nur weil hier im Bunker Sachen auf Kyrillisch geschrieben sind, heißt das ja nicht, dass wir auch Osteuropäer sind. Vielleicht sind wir auch, vielleicht sind wir for real Hawaiianer? Warum sollten wir das Research Institute auf Hawaii kontaktieren? Das macht für mich keinen Sinn. Naja, egal. Ich habe einen Tee, ich gehe erstmal schlafen. Ich schätze mal, schlafen gehen ist dann hier vorne in diesem Bereich hier. Ist das hier mein Bett? Nee, okay, soll ich mich vielleicht aufs Sofa legen in der Küche? Wo soll ich denn hin? Ah ja, aufs Sofa, okay. Gut, dass wir diese Objectives haben. Das, ja, definitiv nicht schlecht. Er hätte ja auch einfach sagen können, hey Leute, ich gehe aufs Sofa. Anstatt, dass er nur eine Pause macht. Aber, was war das? Irgendwas ist zerbrochen. Leute, alles gut? Leute? Wo sind die? Maya? Victor? Seid ihr hier? Was sind das für Sounds? Da ist die Tür aufgegangen. Oder zugegangen. Moment. Ist hier. Ah, hier sind sie doch. Hey Leute, was geht ab? Was ist los? Habt ihr Hawaii kontaktiert? They didn't get in touch. Damn radio doesn't even work anymore. Just static. Oh, das Radio ist kaputt. Wahrscheinlich wegen dem Sturm. Yeah, most likely. Or maybe it's because it's a Cold War bunker and all the equipment is older than we are. Kann natürlich auch sein. Vielleicht ist er auch kaputt, weil es ein alter Bunker ist. Okay, wir versuchen es zu reparieren. Ah, wir sind scheinbar sowas wie Techniker. Wir können es auf jeden Fall. Oder so. Kein Plan. Mal sehen, was passiert. Vielleicht können wir es... Was ist das? Die Hunde. Kleine Doggers, was ist los?
Doggies? Was ist los? Hä? Ist euch langweilig? Ja, okay, ja, langweilig ist es natürlich. Sagt Thomas. Aber, ach ja, die armen kleinen Stinker müssen hier im Zwinger chillen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Wir machen mal wieder zu. Was da drüben? Ah, wir sollen den Hunden Essen geben, ha? Ich glaube, das Essen hat geleuchtet. Also erstmal die Hunde füttern, ne? Ja, natürlich. Komm. Wir geben denen erstmal einen Sack von dem besten Hundefutter der Welt. Und dann geht's denen bestimmt wieder besser. Safe. Come on. Okay, wir machen auf. Na, ihr kleinen Stinker. Okay, auf geht's. Hier. Lasst es euch schmecken. Ich hoffe, den Hunden passiert nichts. So. Okay, den Futtersack lassen wir einfach hier drin. Weil wir fahrlässig sind. Ein fahrlässiger Hundehalter. Bald wird dieser Sturm vorbei sein. Und wir kommen alle zusammen heraus. Wir atmen frische arktische Luft und spielen wieder im Schnee. Seid geduldig. Nur noch ein kleines bisschen. Ja, wir werden sehen. Okay, wir haben einen neuen Auftrag, Leute. Wir sollen uns nochmal einen Tee einschütten. Real Talk. Wir sollen uns einfach nochmal einen Tee einschütten. Und nochmal eine Pause machen. Klar, warum auch nicht. Ist ja nicht so, dass wir schon eine ganze Weile... Oh. What are you going to do? Was machen wir jetzt? Oh, ich ruhe mich noch ein bisschen aus und mach weiter mit dem Funkgerät. What I'm talking about. The radio works. It's just that the signal can't get through because of the storm. I'm talking about you and Maya. What? Okay, Victor sagt jetzt, das ist nicht das, was ich meine. Das Funkgerät funktioniert ja. Wir kriegen halt einfach nur kein Signal wegen dem Sturm. Ich rede über dich und Maya. Was meinst du? Come on. I can see the way you look at her. Ich kann sehen, wie du sie ansiehst. Yo, Vic, hör mal auf, dir Sachen auszudenken. Wir sind Wissenschaftler, ja? Wir haben keine Zeit für Romantik. Ja, okay, ich mag sie. Ja, und? Well, why are you waiting? Life is too short. Worauf wartest du? Das Leben ist zu kurz. I once missed my chance with a beauty from the Institute. Victor hat auch schon mal eine Chance verpasst. Ja, Bro, es tut mir leid für dich. Warum hast du die Chance verpasst? Nope. It was a very long time ago. Ah, nee, ist schon sehr lange her, deswegen kann er es nicht nochmal versuchen. She worked with me on a project. We seemed to get along. Ey, Bro, ich will jetzt nicht deine Lebensgeschichte hören, okay? Nothing. I was sent to Cronenheim Station. And then here. So 3 years. Ah, okay. Ah. Nee, okay, er hat seine Chance versucht, aber seitdem ist er 3 Jahre auf Station. Why am I telling you this? Because you work together, and for a long time. Huh. For you, work is not a hindrance, but rather a connecting link. Okay. So go to her and talk about something. Ja, bla bla, wir sollen... Yes. Wir sollen mit ihr reden. Wir werden mit ihr reden. Don't forget to ask her to examine your sample. Okay. Aber ey, guter Spruch. Wir sollen rausfinden, wir sollen sie fragen, wie es mit den Proben läuft. Und wir sollen sie fragen, ob sie auch mal unsere Probe untersuchen kann. Katsching, Junge. Yeah, yeah. Bla, bla, bla. Okay, Victor. Alles cool. Ja, alles klar. Wir haben es verstanden. Jesus. Okay, und jetzt sollen wir Maya wirklich fragen, was sie so macht. Okay. Also, Teepause ist gestrichen. Wir gehen mal... Hallo! Hallo, willst du mal meine Pro... Hey, Thomas. You won't believe it. Okay, was hat sie gefunden? I discovered something interesting here. These organisms respond to light. Der Organismus reagiert auf Licht. I did a little experiment. Okay. I shined a laser on them and they seemed to go into hibernation. Activity dropped sharply. But when I turned off the laser, activity was restored. Okay, after whoa. I noticed this, I decided to try placing them in an airtight box. Das ist aber interessant. That didn't let any light in. And you know what? Also dieser Organismus reagiert auf Licht. Und sobald die mit Licht in Berührung kommen, gehen sie in eine Art Winterschlaf. Die hören direkt auf, sich zu bewegen. Warum sollten die... They've multiplied. Und sie hat dann den Organismus in einer luftdichten Box verschlossen, ohne Licht. Und er hat sich stark vermehrt. Yes, can you imagine?
I kept the box in the dark just for a minute and they doubled in number. Okay, krank. Die waren nur eine Minute in der Dunkelheit und sie haben sich direkt verdoppelt. Die reproduzieren sich in der Dunkelheit? So wie wir es tun sollten. It looks like it. And I noticed something else. Und sie hat noch was bemerkt? When I conducted an experiment with light, I dimmed the lights in the room and began to observe. I saw the most active of them seem to devour the weak and less active and become larger in size. Okay, sie hat die Lichter gedimmt. Und die aktivsten von diesen Organismen und die größeren haben die kleineren gefressen und sind gewachsen. Was bedeutet das? Let me try to explain. Imagine if wolves would eat old or sick wolves from their pack. Ja. And become bigger, more active and stronger than before. Wir haben ein Problem. Sie weiß nicht genau, wie sie es erklären soll, aber sie sagt, stell dir einfach vor, dass Wölfe in ihrem Rudel alte und kranke Wölfe essen und dann größer werden. Das ist eine Scheiß-Kombo. That's right. And to be honest, das macht mir ein bisschen Angst. Ja, mir auch. That's for sure. I'm tired as a dog. Sie ist sehr, sehr müde. Ja, wir sollen schlafen gehen. Vielleicht ist der Sturm morgen vorbei. Yeah. I hope so. I feel uneasy in this bunker. Sie fühlt sich unwohl in diesem Bunker. Ich mich auch. Ja. Punkt, 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 Punkt. Ein bisschen betretenes Schweigen. Well, okay. I'll go to sleep then. Okay. Oh, Thomas ist aber auch eine Flasche. Guck mal, er hätte einfach sagen können, hey Maya, dimm doch mal das Licht. Ich würde das auch gern sehen, so. Und sind die in dem dämmerigen Licht? Ey, Victor hat recht. Thomas kann's nicht. Ja, kann man nichts machen, okay. Wie auch immer. Good night and sweet dreams, Thomas. Ja, okay. Gute Nacht. Junge, einfach dieses ultra peinliche betretene Schweigen. Okay, genug mit der Romanze. Wo ist das arktische Schneemonster? Wo ist Victor? Egal, wir gehen schlafen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen schlafen gehen. Welches ist mein Bett? Ah, Victor pennt schon. Und wir schlafen unten. Okay. Gute Nacht. Wäre lustig, wenn Maya jetzt weiter forscht und Maya sich in irgend so ein Monster verwandelt. Oder der Organismus sie frisst oder so. Irgendwie fände ich das witzig. Ich weiß nicht genau warum. Aber irgendwie fände ich es lustig. Okay. Das klingt nicht gut. Sind das die Hunde? Die Hunde bellen auch. Victor ist weg? Okay, wir merken uns auch mal, dass hier eine Taschenlampe liegt, ne? Neben dem Bett. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch der Strom ausfällt und hier dann richtig die Kacke am Dampfen ist. Wir merken uns, dass diese Taschenlampe da liegt. Leute, was... Alter, was liegt hier? Hier liegt irgendwas im Weg. Das lag eben noch nicht da. Ist ein bisschen dunkel geworden hier drin. Was mit dem Licht passiert? Ich gehe Victor fragen. Yo, was ist hier passiert? Gute Frage, Bro. Leute, gehen wir hier runter in die Richtung. Ich höre die Hunde. Hallo? Alter. Okay, ja, wir gehen nicht ohne Taschenlampe hier rein. Ich wusste es. Und ich weiß ja auch, wo die Taschenlampe ist. Direkt neben unserem Bett. Also holen wir uns die mal. Was leuchtet eigentlich da hinten so rot? Sind da hinten noch irgendwelche Gänge mit Beleuchtung? Okay, warte. Schnappt ihr die Taschenlampe? Let's go. Und wir haben F. F für, Taschenlampe. F für Flashlight. Was war das? Leute! Okay, der ganze Strom ist ausgefallen. Gut, dass wir die Taschenlampe haben. Was sind das für Geräusche? Okay, warte, hier ist das Funkgerät. Schauen wir mal, ob hier jemand ist. Ist irgendwer hier am... Nein. Kein Funk. Oh! Seth?
Das ist Zvezda Station? Nein, wir sind doch... Wir sind Los Zarya, was? Okay. Okay, Zvezda hat auch irgendwas gefunden. Was sie gefunden haben, ist gefährlich. Keine Sorge, was wir gefunden haben, ist garantiert gefährlicher. Okay, also die haben ja auch diesen Stein gefunden, was er eben schon gesagt hatte. Und das sind die Überreste von irgendwas Uraltem. Okay, vielleicht gefährlich, was wir gefunden haben. Irgendwas Altes, Strahlung. Und unsere Probe gehört wahrscheinlich auch dazu. Okay, und jetzt ist die Funkverbindung weg. Okay, irgendwas ist gefährlich. Irgendwas mit Strahlung. Und irgendwas Kolossales hat er noch gesagt. Kolossal hat er gesagt. Also irgendwas Ungutes ist das, was wir... hier im Eis gefunden haben. Hier ist Blut! Hier ist Blut! Oh no, oh no, oh no. Wieso ist diese Tür offen? Warum kommt da Blut raus? Und von hier kommt Eis rein. Warte, schauen wir mal kurz bei den Hunden. Sind die... Die... Oh, die bellen... Die bellen den Lüftungsschacht an. Alles ist gut, alles ist gut. Es ist gar nicht alles gut, glaube ich, Bro. Können wir die Hunde da rausholen? Ich soll den Hunden eine Lampe bringen. Okay. Die Hunde scheinen Angst vor der Dunkelheit zu haben. Ich glaube, die haben vor was anderem Angst, Bro. Also es ist eine Lampe neben unserem Bett. Die sollen wir den Hunden bringen. Aber ich frage mich, wo Maya und Victor hin sind. Alter, was sind das für Geräusche? Ey, der Typ ist ein bisschen... Also dieser Thomas ist also... Der hat den Überlebensinstinkt auch so von einem... Weiß ich nicht. Von einer Nacktschnecke oder so. Kein Plan. Hier liegen überall Sachen rum. Alles wurde hier rumgeschleudert. Er hört kranke Geräusche. Die Hunde bellen irgendwas in der Lüftung an. Und er so, ich frage mich, wo Maya und Victor hin sind. Ja, Bruder. Und Blut auf dem Boden. Blut auf dem Boden auch noch. Und er so, ja, naja, was weiß ich schon. Digga. Hier ist auch alles voller Blut. Mal sehen, ob hier jemand ist. Vielleicht ist Victor hier auch irgendwo. Und ist nur verletzt oder so. Nö. Victor nicht. Und sonst auch niemand. Okay, bringen wir den Hunden erstmal die Lampe. Ich glaube zwar nicht, dass Hunde wirklich im Dunkeln Angst haben. Aber whatever. Was weiß ich schon. Ne? Ist ja nicht so, dass ich Hunde habe oder so. Doch ist es. Okay. So, ihr kleinen Stinker. Die bellen hier immer noch rum. Hier, ich habe eine Lampe für euch. Soll ich die hier reinstellen? Ah. Hier ist es, Jungs. Habt keine Angst. Jetzt habt ihr mehr Licht. Noch mehr Licht als ich. Ihr habt Essen und Trinken. Also seid ein paar gute Hunde. Ich suche nach Maya und Victor. Aber die haben doch die Lüftung angebellt. Hier stimmt was nicht. Ich soll weitersuchen nach Maya und Victor. Oh, was ist das für ein Sound? The hell? Hier drin ist schon mal niemand, hä? Ne, sieht nicht so aus. Niemand im Vorratsraum. Das ist der Raum mit den Hunden, ne? Ja. Was ist das denn alles? Oh mein Gott. Dieses ekelhafte Zeug ist hier am Wachsen. Ugh.
Okay, ich muss sie so schnell finden wie möglich. Ja, aber... Die können doch nicht an so vielen Orten sein, oder? Ich meine, so viele Räume haben wir doch nicht, wo jemand sein kann, oder? Ich soll den Generator Room checken. Warte, der ist am Anfang, ne? Oder war das der hier? War das hier der Generator Room? Ist das hier nicht der Generator? Vielleicht ist das auch die Heizung, kein Plan. Warte, dann ist Generator Room der hier vorne, oder? Der hier, hä? Nee, hä? Welcher Raum ist denn der Generator Room? Bin ich bescheuert? Oder ist das der da? Ah, nee, warte, das geht ja in den Keller. Warte mal, war Generator Room... Ich hätte gesagt... Ja, okay. Obwohl, Generator Room... Da... Was ist das? Ah, hier hat irgendwas ganz komisch reflektiert. Na gut, das da hinten, wo gerade dieses komische Ding drin war... Das ist ja nur... quasi der... Raum mit Sicherungskästen und so gewesen. Was war das hier gerade? Vielleicht ist der Generator Room der Raum hier, wo die Tür so halb offen steht, hä? Ja, hier kommt... Hier ist noch mehr von diesem Wachszeug, was hier gewachsen ist. Jetzt ist klar, warum der Generator aus ist. Dieses Zeug ist überall. Ich höre Atemgeräusche. Alter, ich habe richtige Flashbacks zu Still Wakes the Deep. Oh! Was? Das Licht ist aus! Ich habe gar nichts gesehen! Ich habe gar nichts gesehen, Mann! WTF? Kann ich den Generator irgendwie starten? Nee, ja. Oder? Nee. Bro, what the hell? Oh, was war das da hinten? Das Licht! Von wo kommt das? Shit, Alter, ich... Gleich kote ich mich ein. Gleich ist es soweit. Hallo? Ist da jemand... kacken? What? Also hier drin ist definitiv niemand. Victor? Maya? Seid ihr vielleicht... Alter, es wächst überall. Ah, das ist unsere, das sind unsere Wassertanks. Dieser Organismus ist direkt überall eingedrungen. Überprüft den Ausgang vom Bunker. Alter, hier ist es auch schon. Den Ausgang vom Bunker überprüfen? Vielleicht sind sie rausgegangen? Glaube ich kaum. Ich glaube kaum, dass Maya und Victor rausgegangen sind. Das hier ist der Ausgang, oder? Ich glaube schon, ne? Zack. Hallo. Hallo, Leute. Seid ihr draußen? Seid ihr... Nö. Nicht draußen. Hier ist aber ein Schneehaufen. Sieht nicht so aus, als wären die Türen geöffnet worden. Sie können überhaupt nicht geöffnet werden. Schnee ist in die Ritzen geflogen und eingefroren, ja. Die Tür ist erstmal zu. Da kommen wir so einfach nicht raus. Nicht ohne Arbeit. Okay, aber wo sind die beiden dann? Was zur Hölle ist das? Das ist die Tür in den Keller. Warte, kann ich nicht hier rumgehen und reingucken? Warte. Das
Es hat aufgehört. Was war das für ein rotes Leuchten? Alter, warum hat der Bunker überhaupt einen Keller? Wieso haben wir einen Bunker unter dem Eis und dann hat der Bunker noch einen Keller? Oh, Alter, hier steht... Ist das Wasser? Das ist Wasser. Wahrscheinlich hat sich hier unten der Organismus so rasend schnell entwickelt. Wenn der es irgendwie geschafft hat, in den dunklen Keller zu kommen... Ja, hier ist er an den Wänden. Wir haben ja eben gehört, dass er sich im Dunkeln doppelt so schnell vermehrt hat. Beziehungsweise sich innerhalb von einer Minute verdoppelt hat. Und ihr seht ja, wie rasend schnell dieses Mistzeug hier wächst. Victor? Alter, was zur Hölle? Ich kann nichts sehen. Ich erkenne nichts dadurch. Wo? Bin ich eingesperrt? Oh! Was? Irgendwas ist passiert. Mach auf! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mach die Tür auf. Raus, raus, raus. Oh! Alter, von was kriegen wir hier denn als... Was ab? No, no, no. No, no, no. Raus, raus, raus. Irgendwas hat mich unter Wasser gebissen. Ich soll die Hunde überprüfen. Alter, das Zeug ist jetzt schon überall. Die Hunde bellen auch wieder. Oh nein, bitte ist den Hunden nichts passiert. Scheiß mal auf Maya und Victor. Alter, hier ist alles schon zugewachsen. Oh, da oben! Da war was in der Lüftung. Habt ihr das gesehen? Da war ein Gesicht oder so in der Lüftung. Was ist mit den Hunden los? Nein! Nein! Alter, hat er die alle da reingezogen? Ich hab doch... Nein! Die Hunde wurden... Die wurden alle da reingezogen. Ich habe eben noch gesagt, die bellen die Lüftung an, wir müssen aufpassen. Aber auf mich hat niemand gehört. Aber gut, ich war auch nur noch alleine auf ihn. Naja, gut, wie auch immer. Okay, die Hunde hat's erwischt. Mist. Das ist nicht gut. Was machen wir jetzt? Ich muss irgendwie hier raus. Wir haben immer noch als Objective Check the Dogs. Ja, was will ich da noch checken? Ist vorbei. Oder soll ich hier... Kann ich... Soll ich da reinkriechen? Nee, kann ich nicht. Oh Mann, die armen Hunde. Auch gleich alle drei Hunde. Okay. Irgendwas hat die Hunde in die Lüftung gezogen. Wir sollen nochmal versuchen, Zvezda Station zu kontaktieren. Okay. Wir versuchen es nochmal. Zvezda, Saria ist hier. Ich weiß nicht, ob sie mich hören können. Wir haben einen Notfall. Zwei von meinem Team werden vermisst und ich kann sie nicht finden. Hier ist auch irgendetwas Böses. Irgendwas hat unsere Hunde getötet. Irgendeine organische Substanz ist hier überall. Zvezda, bitte antworten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zvezda, bitte. Keine Antwort. Keine Antwort. Raus aus dem Bunker. Das Ding ist schon überall und breitet... Oh! Alter. Das Ding ist überall, es breitet sich aus. Es hat den Hunden irgendwas angetan. Was ist das? Alter. Was sind das für Sounds? Ich mache hier zu. Ich verstecke mich einfach hier. Ich verstecke mich einfach hier im Eingangsbereich vom Bunker. Einfach hier im Eingangsbereich. Dann erfriere ich halt. Ich erfriere lieber, ist mir egal. Kann ich irgendwie raus? Ich muss den Schnee irgendwie wegmachen. Das schaffe ich nicht mit meinen Händen.
Irgendwo im Bunker. In der Nähe von Mayas Labor ist eine Schaufel. Die soll ich jetzt holen. Bruder, sag doch, du wusstest doch, dass hier Schnee ist. Das wusstest du doch vorher. Ich bin jetzt umsonst durch den ganzen Bunker gelaufen, oder was? Junge, Junge. Mann. Ich krieg noch nervlichen Verfall hier. Mach zu, mach zu. Alter, was zur Hölle atmet da? Bro, ich mache auch mal die Tür zum Keller besser zu. So, irgendwo hier bei Mayas Labor soll eine Schaufel sein. Da ist auch eine. Alter. Das sind sogar zwei Schaufeln. Gib mir die Schaufeln. Okay. What the? Mach den Schnee weg und hau ab. Jupp. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, Bro. Mach zu. Mach zu. Wir können keine Sekunde länger warten. Ja, safe nicht. Ich glaube, ich höre Hunde. Leben sie noch? Ich glaube nicht, dass das die Hunde sind, wie wir sie kennen. Wir machen die Tür frei. Come on, come on. Oh, schaffen wir es raus? Oh, wir haben es rausgeschafft. Es ist sehr kalt. Der Sturm scheint nicht aufzuhören. Ich muss Svesta anrufen. Aber als wir die Basis verlassen haben, haben wir alle Türen verschlossen. Außer zum Recreation Room. Da muss der Schlüssel sein. Okay, ich soll den Recreation Room betreten. Ey, say. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Zeug aus dem Bunker kommen kann. Sind das Signallichter? Da ist Blut! Das sind Signallichter und da ist Blut. Oder? Ja. Das ist das Stück Eis, was wir mit zur Basis gebracht haben. Türen zum Bunker, sie sind offen. Haben sie es hier rausgeschafft? Das hier ist das Stück Eis, ja? Oder was? Maya und Victor haben es vielleicht rausgeschafft? Ich glaube kaum. Ich muss zur Basis. Okay. Ja, Alter, da ist das Wachs, das Zeug, was da rauswächst. Junge. Okay, niemals können wir dieses ekelhafte Zeug im Bunker einsperren. Alleine jetzt, weil es hier schon teilweise zur Tür rauskommt. Und jetzt ist es auch noch Nacht. Und im Dunkeln breitet sich das Zeug noch schneller aus, wie wir gelernt haben. Okay, kann ich hier rein? Nope. Hier auch nicht. Welche Tür ist denn offen? Er hat gesagt, eine Tür ist offen. Welche denn? Welche Tür ist denn offen? Hier ist noch eine Tür. Ist die offen? Auch nicht. Bro, what the hell? Hä, was hat er gesagt? Ich soll die Schlüssel zur Radio Station finden. Im ersten Stockwerk von der Station. Was ist. Muss ich hier oben rein? Nee. Nee. Hä? Okay, wait. Irgendeine Tür muss ja offen sein, offensichtlich. Frage ist nur, welche Tür jetzt? Oder ist es eine von... Ah. Sag doch Erdgeschoss und nicht erster Stock, Bro. What the hell? Sind das da die Schlüssel? Schon, oder? Yep. Haben wir. Easy. Wer ist das? Ist das Victor? Victor! Victor, wo bist du hin? Ich bin wach geworden und du warst nicht da. Irgendwas Krankes geht hier ab. Irgendwas hat die Hunde genommen. Thomas, is that you? God, I'm so glad to hear you. Listen, I need help. Victor braucht Hilfe. Was ist passiert? Wo bist du? I'm in the hangar. I went to get fuel for the snowmobiles.
Er ist im Hangar. Er wollte Benzin für die Schneemobile holen. Okay, I'm waiting. Please hurry. Okay, ich soll mich beeilen. Er ist im Hangar. Warte, wo geht's nochmal raus? Hier. Der Hangar wird ja da hinten irgendwo sein, oder? Ja, da drüben. Okay, dann gehen wir mal dahin. Oh, hoffentlich ist das keine Falle. Da oben ist Licht und irgendwer klopft an der Tür. Garantiert nichts Gutes, oder? Soll ich das auschecken? Komm, wir gehen mal gucken. Was das für ein Licht ist. Hallo? Da ist jemand. Ist das Maya? Victor, please. Es ist Maya. Kann ich sie... Victor, open up. What's gotten into you? Was ist in dich gefallen? Was ist passiert? Thomas? Is that you? Ja, ich bin's. Wieso bist du eingeschlossen? It was Victor. He began to behave strangely. Tried to attack me. I screamed, hoping to wake you up. Oh. He blocked my path to you, and I got out of the bunker through another exit. Victor hat sie dort eingesperrt. Er hat angefangen, sich komisch zu benehmen, hat sie angegriffen, und sie ist rausgerannt. Yes, he chased me all over the bunker, but I was able to get out, and he ran after me. When I ran outside, he caught up with me. Okay, aber er hat sie eingeholt und sie im Labor eingeschlossen. Wieso? Sind die anderen Türen auch zu? Okay, irgendwo sind vielleicht Ersatzschlüssel? Okay. Okay, Victor ist definitiv nicht Victor, beziehungsweise irgendwas ist los mit ihm. Irgendwo gibt es Ersatzschlüssel fürs Labor und wir können sie vielleicht da rausholen. Also, dass Victor uns gerade kontaktiert hat. Herr, geh zum Hangar und hilf Victor, habe ich jetzt als Objective. Was zur Hölle geht ab? Maya scheint in Sicherheit zu sein, ich muss Victor helfen. Er sollte die Schlüssel fürs Labor haben und dann frage ich ihn auch, was hier los ist. Okay, wir sollen zu Victor gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, Bro. Aber okay, gehen wir mal hin und fragen ihn. Was? How long do I have to wait for you, Thomas? I think I'm getting worse. Ich bin auf dem Weg, Victor. Alles gut. Ich bin unterwegs. Ich habe Maya getroffen. Sie ist im Labor eingesperrt. Warum hast du das gemacht? Don't trust her. It wasn't like that. She attacked me and tried sie hat ihn angegriffen. It was I who ran away from her and ran into the cold, just to escape. I lured her into the laboratory at the base and locked her there. I wanted to refuel the snowmobiles before waking up, but stuck. Okay, er sagt jetzt, dass Maya ihn angegriffen hat. Okay, was zur Hölle ist hier los? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Gehen wir mal schauen, ob wir jetzt erstmal Victor finden. Also irgendwer lügt. Irgendwer ist nicht er selbst. Irgendwer, da hinten ist Licht. Gehen wir mal in die Richtung. Victor. Victor. Broski? Oh, da ist er doch. Hi, Mann. Finally. Da ist ziemlich viel Blut hier. Was ist passiert? You sure know how to calm me down. I don't know. Okay. I just went to get fuel to start at least one of the snowmobiles and suddenly all these boxes fell on my feet. Ugh. Why are these so heavy? Diese Boxen sind auf ihn draufgefallen. Okay, keine Ahnung. Wir wissen nicht, was im Hangar gelagert wird. Was ist mit dir und Maya passiert? Do you really want to fucking talk about this right now? I'm bleeding, man. Help me, please. Okay, wir sollen ihm erstmal helfen. I think I saw a pry bar. Irgendwo hier ist ein Brecheisen. Hurry. Okay. Irgendwo hier soll ein Brecheisen sein, womit wir ihm helfen können. Ja, hier oder nicht? Oder? Oh, Taschenlampe besser anlassen. Ja. Was zur Hölle? Der Hangar wurde geschlossen. Warte, hier ist so ein Metallding, was wir nehmen können. Oh shit.
Oh, shit. Oh, ich bin auf die Boxen draufgegangen. Ich bleib mal besser hier. Okay, bin runtergefallen. Okay. Ich glaube, Victor geht's jetzt nicht mehr so gut. Victor? Oh. Oh, no. Oh! Was ist das? Alter, ihn hat's komplett vernichtet. Aber komplett. Was zur Hölle geht hier ab? Keine Ahnung, Mann. Nichts Gutes. Ich muss die Schlüssel finden, Maya holen und hier verschwinden. Aber ganz dringend, Bro. Die Tür geht nicht auf. Warte, wie? Wie soll ich denn hier rauskommen? Soll ich... Oh, da liegen die Schlüssel, ne? Victor hatte die, wa? Ah ja. Die sind in seiner Hose noch. Oh, da ist sogar sein Kopf. Perfekt. Perfekt. Tja. Der Weg ist versperrt. Ich soll einen anderen Weg finden. Was denn für einen anderen Weg? Wo lang denn? Hier lang oder was? Junge. Bestimmt wird auch gar nichts Merkwürdiges passieren, wenn ich jetzt hier lang... gehe, oder? Was war das denn schon wieder? Hat mir irgendwer... an den Hintern gepackt? Mach auf die Tür! Lass mir raus! Okay, ich muss... Oh. Ich muss Maya befreien und dann Swester Station anrufen. Mayas Licht ist an, sie kann das Ding anlocken. Stimmt! Maya, turn das Licht aus, mach das Licht aus. Aber... Oh, oh, da vorne ist es! Das... Was soll ich... Was mache ich denn jetzt? Bro, wie soll ich vor dem Ding abhauen? Yo, moin, Bro! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, ich hab's eilig! Digga, wie soll man dem Ding ausweichen? Muss ich einfach wegrennen, oder was? Ich renn einfach weg. Ich renn einfach weg. Alter, wie sieht das Vieh aus? Wie so ein Alien-Ding. Das hat drei Beine. Oh, oh! Wow! Oh no. Oh no, die Tür ist offen. Irgendwas hat Maya erwischt, oder? Irgendwas ist hier drin. Holy shit! Das Ding ist da drin! Alter! Ich soll zum Radio Room auf dem zweiten Stockwerk Swester Station anrufen. Junge, ich glaube, die von Swester Station, die haben ihre eigenen Probleme, oder? Alter, was für Mistviecher sind das? Ist das der Radio Room? Oh ja, das ist der Radio Room. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir machen zu. Okay. Also einfach hier. Es kommen ein paar Geräusche aus dem Schlafzimmer. Ich sollte nachsehen. Nein, sollten wir nicht. Okay, wir schauen nach. Hallo. Maya? Wie hast du es hier reingeschafft? Ich dachte, sie haben dich gegessen. Was ist das für eine Kreatur? Keine Ahnung. Aber ich habe irgendwas... Ich habe was Komisches im Bunker gesehen. Eine Stimme hat gerade gesagt, vertrau ihr nicht. Habt ihr das auch gehört? Da hat gerade eine Stimme gesagt, don't trust her. Ich habe was gesehen, das sah aus wie ein Wurm. Dann habe ich... dieses Zeug gesehen, was da gewachsen ist. Ja. Dann habe ich nach dir gesucht und habe das in den anderen Räumen auch gesehen. Und die Hunde. Die Hunde sind tot. Irgendwas hat sie in die Lüftung gezogen.
Was geht hier ab? Was ist hier los? When you and Victor fell asleep, I couldn't because of Victor's snoring. So I decided to go and do a couple more tests. It haunted me that these organisms, after so many years, were so active. Okay. Sie hat noch mehr Tests mit diesem Organismus gemacht, weil sie nicht schlafen konnte. I started watching them again. Then I decided to go have a cup of tea. And when I returned, I saw a broken test tube on the floor. Apparently, I accidentally touched it and dropped it while getting up from the table. Sie hat sich einen Tee geholt und hat scheinbar eine von den, ja, eins von den Fläschchen hinfallen lassen, wo die Proben drin waren. What? I didn't do it on purpose. Anything can happen. Anyway, we have a whole block of ice with these samples. Well, I just took a rag and wiped the floor, then took the bucket of water and rag to the toilet. After that, I went to lie down on the sofa in the living room. Sie hat's einfach aufgewischt mit einem Tuch und einem Eimer Wasser. Dann hat sie den Eimer Wasser alles in die Toilette geschüttet und das Tuch auch da irgendwo hingelegt. Und dann hat sie sich schlafen gelegt im Wohnzimmer. Und dann Game Over. Aber was ist passiert? Wieso hat Victor dich angegriffen? When I woke up, I went to the toilet and Victor was there. He just stood there, looking in the mirror. You know, like a zombie. And next to him, I saw an overturned bucket with a rag. And it seemed to me that the rag was covered in some kind of slime. Okay, sie ist wach geworden, hat Victor gefunden. Er hat in den Spiegel geschaut, wie ein Zombie. Und neben ihm war der Eimer und dieses Handtuch. So I asked Victor, but he didn't answer. When I came closer, I saw his empty gaze. He turned to me. But it was like he was looking through me, you know? Also er hat einfach nur mit leeren Augen dagestanden und in die Löcher in die Luft gestarrt. He reached out to me and grabbed my hand. I started screaming and struggled to escape. I tried to run away from him towards you and wake you up, but he blocked my path. And then I remembered that in that part of the bunker there was a way out. Okay. I was so scared. I just ran away. Please forgive me, Thomas. Also irgendwie Victor hat sie angegriffen. Sie hat geschrien und wollte wegrennen. Vor ihm wegrennen. Sie wollte den Bunker verlassen und uns wecken, aber er hat ihr den Weg versperrt, also hat sie einen anderen Ausgang genommen. No, it's not okay. Victor ran after me, caught up with me at the base and locked me inside the laboratory. It felt like something was controlling him. It was as if something was giving him instructions. Okay, als würde irgendwas Victor Anweisungen geben. Er hat sie eingesperrt im Labor. That's for sure. Then he left, as if he heard a call. He walked toward the hangar, and after about 15 minutes, you came. We need to find him. Together we can handle him. Tie him up, call for help. Oh, okay, also Maya hat noch gar nicht wirklich mitgekriegt, was hier jetzt abgeht. Sie sagt, wir sollen zum Hangar gehen und Victor fesseln, aber das können wir nicht. What do you mean we can't do it? Victor ist tot. What? How? What the hell? Das Ding hat ihn getötet. Damn. What the hell have we gotten ourselves into, Thomas? Ja, wo haben wir uns hier reingeritten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Wir müssen auf jeden Fall hier raus. So let's get out of here. What's the plan? Wir müssen Svesta Station kontaktieren. Und dann eigentlich mit den Schneemobilen rüberfahren, oder? Sounds like a... Okay, ja. This creature? Ja, was ist mit dem Monster? Ja, wir können mit dem Monster gar nichts machen. Wir rufen einfach Hilfe und hauen hier ab. That sounds reasonable. Okay, wir haben keinen Strom mehr. Wir können das Funkgerät mit Batterien antreiben, ihm damit Elektrizität geben. Ich soll wieder in den Hangar? Hey, nothing will happen to you. Okay. Oh mein Gott, ich soll jetzt im Hangar Batterien holen, damit wir das Funkgerät antreiben können. Junge. Ich hasse es hier, das ist auch scheiße. Jetzt muss ich wieder raus mit dem Vieh hier. Um Batterien zu holen, anstatt dass wir einfach Sprit holen und direkt mit den Schneemobilen abhauen. Aber ich muss vorsichtig sein, das Vieh ist in der Nähe. Jo, das habe ich mir schon gedacht, dass der Kollege sich nicht in Luft auflöst. Okay. Easy, easy. Alles, oh nein, hier drin... ist auch alles gewachsen schon. Junge.
Okay, schleichen wir uns mal hier lang. Also ich weiß nicht, was das eben für eine Stimme war, die gesagt hat, don't trust her. Victor wurde ja auch von irgendwas kontrolliert. Und wir wurden ja auch schon von diesem Zeug gebissen und haben Schaden genommen. Nicht, dass uns dieser Parasit oder was das ist, oder dieser Organismus auch kontrolliert und uns irgendwas zuflüstert. Oder ob wir ihr wirklich nicht vertrauen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber hier sind zwei Batterien. Das ist nur eine. Wo ist die zweite? Ah, ne, das reicht schon. Okay. Okay, die soll ich jetzt einfach mit zurücknehmen. Anschließen. Und dann können wir um Hilfe rufen. Also, let's go. Wir gehen zurück. Den wir gekommen sind. Hoffentlich geht das gut. Alles easy, fasst mich bloß nicht an. Wenn... Alter, was war das gerade? Wenn ihr mich anfasst, werde ich euch einfach anzeigen. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. So. Oh, shit. Kann ich dem Vieh ausweichen? Oder kommt das jetzt auf jeden Fall hier rein? Da drüben läuft es rum. Aber das ist doch nicht nur ein Vieh, oder? Es gibt doch mehrere, oder? Okay. Time to go. Time to go. Oh. Ey, aber es... Holy shit. Oh! Alter, wo ist es hin? Ey, es gibt doch mehr als ein Vieh, oder? Hier ist so viel von diesem Organismus gewachsen. Es gibt doch mehr als ein so ein Monster, oder? Okay, okay. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Wo ist... Maya? Hier ist ein Zettel. Thomas, es sind noch Proben im Labor. Im dritten Stockwerk, die wir untersucht haben. Wir müssen sie mit uns nehmen, damit wir sie richtig untersuchen können. Ich weiß, du bist jetzt gerade sauer. Aber was für eine Art Wissenschaftler wäre ich, wenn ich diese Proben nicht mitnehmen würde. Wir müssen verstehen, was das ist. Wir müssen. PS, kontaktiere die Jungs von Svesta und frag um Hilfe. Ich werde schnell wieder hier sein. Jo, klar. Alles klar. Komplett dumm. Komplett dumm. Sie will die Proben mitnehmen. Wie bescheuert. Alles in Brand setzen. Rakete draufschmeißen. Schicht im Schacht. Okay, wir haben Funk. Wir haben Funk. Wir haben Verbindung, let's go. Svesta Station. Svesta, wie könnt ihr mich hören? Das ist Saria. Thomas, is that you? What the hell is going on over there? Maya said that you and Victor died. Was? And now I hear your voice loud and clear. What the fuck? Was? Thomas, bist du das? Was zur Hölle ist da los? Maya hat gesagt, dass du und Victor tot sind. Und jetzt kann ich deine Stimme hören. Was zur Hölle? Was? Maya hat was gesagt? Wann? About an hour ago, Maya contacted us. She was crying. She said that Victor went crazy and attacked you and her. She said he fucking killed you. Then after about 15 minutes, we heard a one-way transmission. That was you that told us what was? Happened with the dogs and some gross that filled the bunker. We tried to answer you, but you didn't hear us. And after that, we tried again to contact Maya, but she didn't answer us either. Alter, okay, was ist das für eine Story? Vor einer Stunde hat Maya uns kontaktiert. Sie war am Weinen. Sie hat gesagt, dass Victor verrückt geworden ist und uns, also, ne, sie und uns angegriffen hat. Victor hat uns getötet, angeblich. Dann, 15 Minuten später, haben wir Svesta Station kontaktiert, als wir noch unten im Bunker waren. Ja, als wir diese gestörte Verbindung hatten, wo wir über die Hunde und so weiter erzählt haben. Die haben versucht, uns zu antworten, aber wir haben sie nicht verstanden. Die Verbindung war gestört. Nachdem haben sie versucht, Maya zu kontaktieren, aber sie hat auch nicht mehr geantwortet. Okay, irgendwas Krankes geht hier ab. Das war eben nicht Maya, mit der wir gesprochen haben. Verdammt, Svesta, irgendwas richtig Krankes geht hier ab. Sieht so aus, als war irgendetwas in diesen Eisproben, die wir gefunden haben. Maya hat gesagt, es ist irgendeine Art uralter Mikroorganismus. Ich weiß nicht wie, aber es hat sich extrem schnell entwickelt. Jetzt ist es nicht länger ein Mikroorganismus, aber ein komplettes Monster, das hier in unserer Basis rumrennt und es hat Victor getötet. Klingt verrückt. Machst du Witze? Nein, ich mach keine Witze.
Es hat Victor in Stücke gerissen und hat die Hunde in die Lüftung gezogen. Der ganze Bunker ist zugewachsen mit diesem organischen Material und ich habe keine Ahnung, was es ist. Bitte holt uns hier raus. Bitte, ich wiederhole, das ist kein Witz. Okay, everything will be fine, Thomas. Calm down. Did you say us? Alles wird gut, Thomas. Beruhig dich. Aber hast du gerade wir gesagt? Ja, ich kann mich nicht beruhigen, aber ja, ich und Maya. Sie wartet für mich im Labor oben. So Maya is alive? Also Maya lebt? Ja, ich bin hier mit Maya und diesem schrecklichen Monster. Okay, calm down, Thomas. Stay safe. We're already getting ready. We'll be there in about a half an hour. Okay, Thomas, beruhig dich. Bleib in Sicherheit. Wir sind schon unterwegs. Wir brauchen eine halbe Stunde, bis wir da sind. Was? Wieso eine halbe Stunde? Es dauert doch nur 10 Minuten mit dem Helikopter. Okay. Ja, bei dem Wetter kann der Helikopter nicht fliegen. Okay, sorry, der Sturm, habe ich vergessen. Es gibt so viel gerade. An den Sturm habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich verstehe, Thomas. Listen, we'll be there soon. Most importantly, stay in a safe place. You understand? Okay, ja. Wir sollen in Sicherheit bleiben. Sie sind bald da. Alles klar, Schwester. Ich warte auf euch. Bitte beeilt euch. Ich weiß nicht, wie lange ich mich vor diesem Monster verstecken kann. Over. Die Frage ist eher, wie lange können wir uns vor Maya verstecken? Also irgendwer, also... Keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht Maya ist, beziehungsweise, dass sie von irgendwas kontrolliert wird. Irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht. Irgendwas ist komplett fishy gerade. Er hat gesagt, dass Maya ihn angerufen hat und gesagt hat, dass Victor mich umgebracht hat. Aber das stimmt nicht. Warum hat sie sie angelogen? Warum hat Maya gelogen? Ich muss nach oben mit Maya sprechen und dafür sorgen, dass sie sich beeilt. Die Jungs werden bald hier sein. Ey, ich bin mir nicht sicher, ob es schlau ist, mit Maya zu reden. Und dann frage ich sie auch, warum sie gesagt hat, dass Victor mich umgebracht hat. Sie hat auch gesagt, dass Victor sie eingeschlossen hat. Und Victor hat gesagt, dass Maya ihn zuerst angegriffen hat. Also alles, was Maya erzählt, lässt sich auf Lügen zurückführen. Wir haben jetzt schon zwei Leute, die Mayas Geschichte widersprechen. Was auf jeden Fall darauf hindeutet, dass Maya ziemlich sicher Mist erzählt. Aber wir sollen nach oben ins Labor und mit ihr sprechen. Alles klar, von mir aus. Ich halte das für eine Scheißidee. Ich wäre einfach jetzt hier unten geblieben, bis die Jungs hier sind. Und dann hauen wir ab und lassen Maya einfach hier. Dann schmeißen wir eine dicke Bombe auf diese Station hier und löschen alles aus, was wir gefunden haben. Das würde für mich Sinn machen. Aber gut. Gehen wir mal schauen hier oben. Maya? Maya. Na, perfekt. Super. Maya? Maya? Bist du hier irgendwo? Hallo? Bisschen blutig hier, hä? Okay, wir öffnen mal die Tür hier. Ist sie hier irgendwo? Jetzt ist sie nicht mehr hier. Oh mein Gott. Tja, wir haben ihr gesagt, sie soll warten. Pech gehabt. Life is hard. Wir konnten noch ihre Füße sehen. Okay. Wir sollen die Schneemobile checken. Ob da noch irgendwo Benzin drin ist. Hunde? Alter, ich höre die Hunde. Wir müssen... Junge, wir müssen das Benzin checken. Ist hier... Das sind die Hunde. Leben die noch? Kein Plan, Mann. So, das hier ist schon mal leer. Das hier ist leer. Alter, was ist mit den Hunden? Die hier? Auch leer. Junge. Okay, dann müssen wir Sprit im Hangar holen. Kein Fuel in den Schneemobilen. Also wieder zurück in den Hangar. Da sind ja Kanister. Okay, alles klar, Junge.
Wir sollten hier vielleicht mal ein bisschen taktischer vorgehen, ja? Wir hätten schon längst den Sprit mit rausholen können. Also eigentlich alles, eigentlich hätte man direkt alles, was man halbwegs gebrauchen könnte, direkt in einer Tour aus dem Hangar holen sollen. Aber hey. Junge, diese komischen Wurmviecher werden auch immer größer, oder kommt mir das nur so vor? Alter, das ist ja bodenlos. Okay. Ab geht's. Wie kriege ich ihn hier durch? Entspannung pur? Oder? Nicht, keine Entspannung mehr. Entspannung ist aus. Entspannung ist vorbei. Hallo? Da, oh, hier liegen überall Sachen rum, die wir mitnehmen müssen. Einmal Benzin. Die Schlüssel. Alter. Und das Benzin. Jetzt raus hier. Raus hier. Fuel Can, check. Snowmobile Keys, check. Und jetzt sollen wir in die Richtung von Zarya Station machen. Okay, zwischendurch haben die wirklich die Namen von den Stationen durcheinander gebracht. Wer hat da gerade meinen Namen gesagt? Jesus! Okay, okay. Wir müssen natürlich zu Zvezda Station fahren. Wir sind ja schon bei Zarya Station. Alter, was war das für ein mieses Mistvieh? Und warum kennt es meinen Namen? Okay, let's go raus hier. Weg, 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 weg. So schnell es geht. Los, auf zu den Schneemobilen. Hier, ich nehme das hier. Das. Was ist das? Ach so. So, wir füllen das Schneemobil auf. Okay, let's go. Mach es an und Abfahrt. Schnell. Mach es an. Junge, worauf wartet er so lang? Bruder, turn the key and go. Was war das da links? Da links ist irgendwas. Ist das ein Auge? Oder ist das nur eine Reflexion? Da links, seht ihr das? Was ist das? Ah ne, das ist nur irgendwas komisches, was in der Luft schwebt. Okay. Kein Plan, Mann. Okay, okay, let's go. Gib Gas! Oh, da ist es! Gib Gas, Bro, da kommt noch irgendwas da vorne. Come on, let's go! Was sind das? Da schießt jemand. Ich sehe nichts. Wieso sehe ich nichts? Ist das? So you're saying that you were scratched by something underwater in the basement, right? Ja, okay. Also, wir werden befragt. So ein Typ sagt oder fragt uns, dass uns irgendwas unter Wasser gekratzt hat. Im Keller, richtig? Ist mir egal. Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Das Ding hat Maya umgebracht, Victor und alle Hunde. Wir müssen alles dort verbrennen, damit dieses Monster nicht rauskommt. Wir müssen dich fragen, was passiert ist. Es ist unser Job. Ja, okay, okay, sorry. Es ist so viel passiert. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. No problem, Mr. McReady. Okay, we'll continue later. Okay, wir machen später weiter, alles klar. Okay. Okay, was seid ihr denn für Leute? Und wo bin ich hier? Hä? Ah, mein Kopf. Wo zum Henker bin ich? Sind wir auf Zvezda Station? Oder wo sind wir jetzt? Und was ist das für ein rotes Licht die ganze Zeit? Wir werden immer noch beobachtet. Alter. Wir sind hier offensichtlich irgendwo in einem Krankenbett. Und wir werden von irgendwelchen Leuten beobachtet. How do you feel, Thomas? Oh. Mir geht's gut?
Wir werden beobachtet. Ah, wir sind wahrscheinlich in so einer Art Quarantäne oder so. Wer seid ihr? Wo bin ich? Don't worry. Everything is fine. You better get some rest. Alles. Oh! Was passiert? Alles ist in Ordnung. Wir sollen uns ausruhen. Was zur Hölle? Was sind das für Leute? Wo sind wir? Ich soll mich ausruhen? Soll ich mich wieder hinlegen oder was? Soll ich Fernsehen gucken? Er hat gesagt, alles wird in Ordnung. Ruh dich einfach aus. Nee, fühle ich gar nicht, Bro. Das... Was zur Hölle ist das? Okay, wir können nicht raus. Ich soll mich einfach hinlegen und mich ausruhen. Es wird alles bald vorbei sein. Was zur Hölle? Was meint er? Was wird vorbei sein? Verwandle ich mich in so ein Vieh? Oh, das ist jetzt die Überwachungskamera, hä? Da liegen wir. Da sind meine Füße am Ende vom Bett. Was? Zum Henker. Are you okay? Thomas, geht's dir gut? Ich glaube nicht, dass es Thomas noch gut geht. Ich glaube, Thomas hat's hinter sich, hä? Ist da eins von den Viechern jetzt? Okay, ja, da war jetzt einer von den Parasiten. War der in uns drin oder was? Hat er uns kontrolliert? Das ist das Ende! Gut oder schlecht, das ist das Ende. Danke fürs Spielen. Bro! Ja, aber warum hat Maya gelogen? Warum hat Victor gelogen? Was waren das für Leute? Wo sind wir jetzt? Oh mein Gott. Okay, man hätte die Story noch ein bisschen schöner auflösen können. Jetzt wissen wir nur, dass Thomas auch irgendwie so ein Ding in sich hatte. Und Ende. Oh Mann. Aber trotzdem ein cooles Game. Die Atmosphäre war richtig nice. Ich hätte mir jetzt nur gerne noch ein bisschen mehr Story gewünscht. Ich hätte gerne jetzt noch mehr rausgefunden. Aber trotzdem mega cool. Mega cool. Hat mich sehr an Still Wakes the Deep erinnert. Nur halt kürzer und nicht so polished, aber trotzdem sehr, sehr nices Game. Sehr cool. Freunde, gerne wie immer eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.